Guten Morgen, nee, ist es gar nicht mal guten Morgen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich habe heute meinen freien Samstag und heute wird schon mal der erste Teil von der Küche aufgebaut, nachher dann. Ich habe jetzt die Babys hüpfen lassen und will die jetzt wieder reinholen, weil ich noch eine Runde spazieren gehen wollte vorher. Bruno ist schon wieder reingekommen, der sitzt auf der Couch. Simba ist im Schlafzimmer unterm Bett, aber die anderen drei sind noch draußen und die hole ich jetzt mal rein. Holly sitzt hier wie so eine Statue und da hinten ist die Emily und Lott ist wahrscheinlich wieder wer weiß wo. Ha? Wir gehen mal wieder rein. Emilein, gehen wir wieder rein? Na komm. So, ein paar Stunden später, neuer Zwischenstand, die Küche kann heute doch nicht aufgebaut werden, also der eine Teil, weil es gibt Komplikationen. Und ich sag euch, dieses Küchenthema, das ist sowas Nerviges und das geht jetzt schon seit Wochen und es sind so viele Komplikationen und so viele Umstände und so viele Dinge und auf jeden Fall fehlt jetzt was von dieser IKEA-Küche. Irgendwelche Schrauben oder Scharniere, dann ist schon was abgeplatzt von einer Tür. Also, das ärgert mich so, weil es ärgert mich ja schon zum einen, dass ich jetzt in diese Wohnung noch Geld stecken muss und eine neue Küche kaufen muss, wegen diesem doofen Kühlschrank. Das war der Fehlkauf des Jahres. Es ist ein Thema, was jetzt schon so lange hin und her geht und es ist einfach nur nervig. Also heute nichts mit Küche, also nichts mit Hälfte von der Küche und morgen vielleicht dann. Aber ja, vielleicht war es doch keine so gute Idee von IKEA, eine Küche zu kaufen. Also ich sage euch, das ist ein sehr reizbares Thema, diese Küche. So, ja. Das ist natürlich die ganze Planung wieder durcheinander. Keine Ahnung, es nervt. So, jetzt bin ich einmal in die Stadt gefahren, bin durchs Einkaufscenter gelaufen, bin immer noch auf 180. Das Ding ist ja, ich wollte ja eigentlich nichts in die Wohnung investieren, weil ich mich da eh nicht wohlfühle und jetzt ist da so viel Ärger und so viel Umstände und so viel Geld, was das jetzt wieder alles kostet. Also, naja, ich glaube, ich sage jetzt nichts mehr wegen Küche. Ich ärgere mich einfach nur und naja, jetzt fahre ich wieder heim und mache mir was zum Abendessen. War heute alles anders geplant. Dafür habe ich mir meinen freien Samstag genommen. Wenigstens euch geht's gut, ha? Huh? Das ist doch schön. Hat man im Leben schon mal so entspannte Hasen gesehen? So, dann wird jetzt umdisponiert und es gibt Spaghetti mit Tomatensauce und Champignons. Und ich mache jetzt für die Babys schon mal das Abendessen. Und ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu erzählen. War alles ein bisschen anders geplant, aber man muss es nehmen, wie es kommt. So, ich habe mich heute übrigens wieder mit der Le Volume von Chanel geschminkt und ich finde schon, dass man einen Unterschied merkt. Allerdings habe ich für die unteren Wimpern die Telescopic Mascara von L'Oreal benutzt, weil die echt null abstempelt. Also das ist echt super bei der, die sitzt und da bleibt sie. Und ich habe auch oben nochmal eine Schicht oben drüber gemacht zum Trennen und dass sie auch besser hält quasi.
Ich zeige euch mal das Ergebnis. Ich weiß nicht, ob ihr einen Unterschied merkt. Jetzt ist es natürlich auch schon dunkel und ich sehe dementsprechend fertig aus. Aber ich meine, es sitzt trotzdem eigentlich noch von der Mascara und ja, ich finde, man merkt dann doch einen Unterschied. Sie macht dann doch ein bisschen mehr Volumen und kann man das sehen? Die sind trotz alledem besser getrennt als bei der anderen. Also ich denke, ich werde so eine Kombination aus den beiden wahrscheinlich benutzen. Und dann gibt es von Maybelline eine neue Mascara, habe ich gestern entdeckt. Und heute habe ich es auch nochmal angeschaut, weil ich bin auch durch Müller gelaufen nochmal. Und zwar ist die Türkis. Und die soll halt auch mega Volumen machen. Und natürlich hat es mich in den Fingern gejuckt, sie zu kaufen, aber ja, habe ich dann doch nicht gemacht. Aber ich würde echt gerne, wie ich es schon mal gesagt habe, mich echt mal so durch alle Mascaras, die es gibt, durchtesten. Und von Manhattan habe ich gesehen, gibt es auch eine neue. Hätte ich euch eigentlich filmen können, als ich im Geschäft war. Und zwar hat die eine lilane Verpackung und die heißt irgendwas mit Wing. Und die hat so ein gebogenes Bürstchen und ja, würde ich natürlich auch gerne testen, so wie alle anderen. Ich würde zum Beispiel auch gerne von Lancôme diese Mascara testen, die so viele gut finden. Ich glaube, Hypnose oder irgendwie sowas. Und dann gibt es ja noch die Glam Doll, aber die hat, also die soll mit Rosenduft sein und da weiß ich nicht, ob mich das nicht stört. Also von den Bewertungen gab es so unterschiedliche Meinungen darüber. Aber ja, ich würde mich echt mal so gerne durch das komplette Mascara-Sortiment testen. Alle Mascaras, die es gibt aus der Drogerie, aus dem High-End-Bereich. Um dann einfach zu sehen, wie die einzelnen Mascaras sind. Aber naja, keine Ahnung, sowas müsste man echt mal machen können. So, die Babys bekommen jetzt schon ihr Abendessen. Ich habe ja schon mein Nudelwasser aufgesetzt und warte darauf, dass das kocht, damit ich dann die Spaghetti reingeben kann. Und Holly und Bruno sind immer noch auf der Couch. Die lieben das da. So, ich nehme heute wieder die Vollkornspaghetti von Barilla, die Nummer 5. Das letzte Mal fand ich sie nicht so gut. Da habe ich die ja gemischt. Oder habe ich die gemischt? Ja, ich habe sie gemischt. Und irgendwie ist es mir da nicht so gut gelungen. Also ich glaube, ich habe die Nudeln etwas zu lange kochen lassen. Und dann waren die ganzen Spaghetti irgendwie so wässrig und aufgeweicht. Anders als wenn ich die anderen Spaghetti länger kochen lassen würde. Also ich meine, zu lang gekochte Spaghetti wären nie so toll. Aber die anderen waren dann immer noch besser als die hier. Mal schauen, vielleicht kriege ich es dieses Mal hin und es schmeckt dann besser. Nummer 5 habe ich. Nehmt ihr immer Vollkornspaghetti oder nehmt ihr normale Spaghetti? Zuschauerfrage für heute. So, dann habe ich schon die Champignons geschnitten. Und wie gesagt, die Spaghetti kochen und hoffentlich werden sie heute was. So, jetzt brate ich die Champignons an für die Spaghetti. Ich habe die vorhin schon mal abgeschreckt und habe eine probiert, ob die schon durch ist. Aber ich muss sagen, mir schmecken normale irgendwie besser. Also, ja. Dieses Mal sind sie auf jeden Fall nicht verkocht. Es sind ein bisschen viele Champignons dieses Mal geworden. Ich habe irgendwie die ganze Tüte reingehaut. So, darauf freue ich mich jetzt. Dieses Mal mit besonders vielen Champignons, aber ich finde ja auch, dass die Champignons immer den Spaghettis und dem ganzen Essen einen ganz besonderen Geschmack geben. Und dann habe ich noch Mozzarella aufgeschnitten und Gouda. Dieses Mal habe ich sehr viel Soße gemacht, also ich habe hier im Topf noch was übrig. Ja, schaut die zwei an, die kuscheln tatsächlich immer noch auf der Couch miteinander. Die Holly hat sich da beim Bruno eingekuschelt, als ist er erschrocken. Nicht erschrecken, ihr Süßen. Und das ist einfach nur zu süß, ha? Vor allen Dingen liegen sie jetzt immer auf meinem Platz hier, anstatt auf ihrem Platz. Aber die lieben das einfach nur. Oh, ihr seid so süß. Ihr seid so Zucker. Naja, okay, also dann, ihr Lieben. Trotz alledem hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Und wir sehen uns dann morgen wieder in alter Frische um 19 Uhr. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag.
und bis morgen. Tschüss.